Los. Dann noch einmal. Noch einmal vorstellen. Also, Alexander, okay. Ich komme aus Duisburg, bin 41 Jahre, arbeite im Pharmagroßhandel seit 23 Jahren und bin jetzt zum 7. Mal hier auf der Venus von 2008 an. Da kannst du uns das einmal in die Kamera zeigen, dein T-Shirt, was du selber gemacht hast. Ja. Richtig geil. Kann ich machen vorne, ja. Und hier sind dementsprechend die Daten drauf von 2008 bis 10 und dann von 2011 bis 2013 und 14 ist da hinten auf dem Boden. Super, hat er selber gemacht. Ne? Wurde heute auch schon ein paar Mal angesprochen, also hat er echt cool gemacht, das T-Shirt. Sehr schön. Was treibt dich denn immer wieder zur Venus? Vertreibt mich zur Venus? Das ist eine gute Frage. Die Leute, die man, sag mal, beobachten kann. Ich setze mich also auch gerne mal hin und beobachte die Leute, wie die angezogen sind, wie die sich verhalten. Prominenz, ja gut, den einen oder anderen kennt man. Jetzt hier wie die Schäfer, vorher war hier der Wollersheim mit seiner Perle, war natürlich auch ganz interessant. Ja, und sag ich mal, und die netten Mädels halt mit den ausgefallenen Tattoos, wie man ja sieht. Er hat aber selber keine, er steht aber auf die Frau genau, mit den richtig. Tattoos. Ja, machen wir gleich ein paar Fotos. Muss ich also auch dazu sagen, ja. Und da ist eigentlich so das Interessante und eben gucken, wie sich so die ganze Sache so entwickelt hat. Von 2008 wie bis jetzt ist es schon interessant, hat es schon interessant entwickelt, sag ich mal, die ganze Branche. Und deswegen bin ich eigentlich hier. Wer ist momentan so dein Favorite Weibchen hier? Ja, ich bin jetzt gerade seit 4 Stunden hier, deswegen, also ich würde es auf Anhieb sagen, hier, ne, weil die wirklich die mit dem Colt, sag ich mal, ist schon was Feines, aber zu einem richtigen Favoriten, wo ich jetzt sage, die ist es. Gut, aber die müssen jetzt nicht hier rumspringen, so die so aktuell sind von den Wagen. Fällt dir da so? Also mal, die Schäfer, muss ich sagen, finde ich schon recht attraktiv, das muss man schon sagen, hier, das Mädel von Fosia, die ist leider dieses Jahr nicht da, das ist eine Spanierin, wie die heißt, weiß ich nicht, aber das ist wirklich auch eine, wo ich sage, die ist wirklich auch eine Bombe, ja. Ja, sieht man ja, ne? Und sonst, sonst eigentlich, ja, und die, die Rothaarige, wie heißt sie? Lexi, die hat ja auch einen Stand, die war Fosia auch da, Lexi Rox heißt die, glaube ich, so. Die kommt nämlich aus dem Ruhrpott, deswegen. Ich glaube, das Essen kommt hier nicht. Ah. Ich glaube auch, da gibt es sowas, ja. Genau, richtig. Ja, die ist also auch brandheiß sozusagen. Wir sind mal neugierig. Ja. Was hast du denn in der Tüte drin? In der Tüte? Ich habe meine erste Tüte schon runtergebracht. Die habe ich jetzt schon unten liegen. Da ist eigentlich nur eine Zeitung, meine Fotoausrüstung mit Kamera, ein paar Autogrammteile, die ich so bekommen habe. Und sonst eigentlich. Ich glaube, du hast unseren Flyer aber noch nicht drin, von X-Pleasure, ne? Hier, also von Visit X habe ich heute mir zwei Bilder machen lassen. Die habe ich also auch hier drin, die haben sie mir ausgedruckt. Dann hier nochmal, glaube ich, gerade von der Michaela in der Zeitung. Das reicht ja. Gut, das reicht schon. Aber von unserer Seite, ne? Andere Frage, bist du Single? Ich bin Single, ja. Okay, ich schmeiß mal da rein. Wie lange schon? Ach Gott, wie lange schon? Ja, mit zwei Langzeitbeziehungen hinter mir und jetzt seit 2008. Ja. Das ist ja hast du die Ex-Beziehung gesagt, dass du immer zur Venus gefahren bist? Ja, die Beziehung, die ich gehabt habe, die waren vor der Venus, deswegen 2008 war ich das erste Mal hier und davor waren die Mädels alle... sozusagen abgelegt. Ich würde gerne falsche Schlüsse machen, aber vielleicht bist du Single, weil du immer zur Venus fährst. Nö, auch dann eigentlich nicht. Ich habe auch schon welche angesprochen, die also auch daran Interesse hätten, hier mitzugehen. Nur, ich sag mal, man darf ja nicht allzu prüde sein. Ne? Und so T-Shirt kann ich jetzt. War doch eine super Unterleitung, oder? Also gut gemacht. Aber ich möchte auch noch eine Sache wissen. Hast du einen bestimmten Fetisch? Wann hast du dich das letzte Mal rasiert? Ich brauche mich recht wenig rasieren, ja, weil ich, ich sag mal, gelasert bin.